10 heute, die 10 komischsten im Weltall gefundenen Dinge. Nummer 10, ein gigantischer Wasservorrat im Weltraum. Wir sprechen hier von einem Vorrat 140 Billionen Mal so viel wie alle Ozeane der Erde zusammen. Man hat dieses riesige Wasseraufkommen verteilt um ein schwarzes Loch entdeckt, welches die Energie von 1 Billiarde Sonnen erzeugt. Nummer 9, die Säulen der Schöpfung. Aus diesen 7000 Lichtjahren entfernten gasförmigen, nebligen Säulen werden bald neue Sterne entstehen. Die Säulen erstrecken sich über 40 Billionen Kilometer und man vermutet, dass sie inzwischen zerstört sind. Das wird man aber aufgrund ihrer Entfernung erst in 1000 Jahren wissen. Nummer 8, Einzelgängerplaneten. Milliarden Planeten treiben ziellos durch das ganze Weltall. Sie sind nicht Teil eines Planetensystems, kreisen nicht um einen Stern. Sehr wahrscheinlich hat auch uns ein Planet verlassen während der Entstehung unseres Sonnensystems vor Milliarden von Jahren. Nummer 7, Pulsare. Das sind schnell rotierende Neutronensterne. Objekte mit extrem hoher Dichte und unglaublicher Masse. Früher dachte man, dass diese Pulsare Kommunikationsgeräte von Aliens seien. Heute weiß man mehr und benutzt sie sogar als Navigationshilfe für Raumschiffe in den Tiefen des Alls. Nummer 6, Magnetare. Wieder extrem massereiche Neutronensterne, nur in diesem Fall mit einem unglaublich starken Magnetfeld. Würde sich ein solcher Magnetmonsterstern unserem Sonnensystem auch nur nähern, würde er alles aus der Bahn bringen und unsere Planeten unbewohnbar machen. Nummer 5, Asteroid Nummer 16, Psyche. Hierbei handelt es sich um einen der größten Asteroiden in unserem Sonnensystem. Das Besondere, er besteht fast komplett aus Metall. Ein Heavy-Metal-Himmelskörper, der zwischen Mars und Jupiter etwa alle 5 Jahre einmal komplett um unsere Sonne kreist. Nummer 4, Quasare. Das sind die scheibenförmigen Kerne von fernen Galaxien. Letztendlich die hellsten Objekte im Universum. Sie umschließen schwarze Löcher und können billionenfach so hell sein wie unsere Sonne. Daher kann man sie auch noch bei einer Entfernung von Millionen von Lichtjahren aufspüren. Nummer 3, galaktischer Kannibalismus. Wir sprechen von wechselwirkenden Galaxien immer dann, wenn eine Galaxie auf eine andere trifft. Auch unsere Milchstraße wird irgendwann mit der Andromeda-Galaxie kollidieren, denn sie bewegen sich aufeinander zu und werden sich dann gegenseitig sozusagen aufessen. Allerdings erst in etwa 4 Milliarden Jahren. Nummer 2, Mira. Mira ist ein sterbender Doppelstern, der durch den Weltraum mit einer unfassbaren Geschwindigkeit schießt und auf diese Weise eine 13 Lichtjahre lange Materialspur hinter sich lässt, aus dieser wiederum neue Sterne, Planeten und damit auch Leben entstehen könnte. Und die Nummer 1, ein gefrorener Stern. WISE-0855-0714 ist ein sogenannter brauner Zwerg mit einer Temperatur von minus 13 Grad Celsius. Er sendet jedoch nur Infrarotstrahlung aus, kein sichtbares Licht. Ein Lichtjahr weiter gibt es noch einen braunen Zwerg, Luhmann 16b, auf dem es flüssiges Blei regnet. Entdeckung, Leute! Wo wir beim Thema sind, links gibt es 10 ungelöste Rätsel des Universums. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, dann teile es wie immer hier mit einem Klick auf Facebook. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen!